Oh, wir kommen immer weiter hoch. Sehr gut. Bis der oben ist, ist der eine Kettenkanonenkugel. Schacht. Oh. Was für ein Gewurstel. Hey, und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Wie geplant. Wie geplant, natürlich. Das war alles geplant. Socken. Proviant. Und die Zahnbürste kann ich nicht nehmen. Okay, dann nicht. Luke. Luke ist auch hier. Der walkt auf dem Sky quasi. Mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lass ihn mal lieber zu. Okay. Noch ein Luke. Au, der Draht bohrt sich in mein Fleisch. Ich bräuchte so etwas wie... hat hier irgendjemand zufällig einen Seitenschneider? Es war doch so offensichtlich, dass man den brauchen wird. Zahnräder. Ein gut geöltes Getriebe. Okay. Rechter Hebel, mittlerer Hebel, linker Hebel. Kann ich da hin? Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Dachte ich's mir doch. Okay. Was kann ich denn machen? Ich kann ein Sockenpaar, kann ich in die Zahnräder stopfen. Da sind schon genug Ölflecken drauf. Okay, in die Luke stopfen. Wieso? Die sind doch noch gut. Okay, in die andere Luke stopfen. Damit kriege ich die nie auf. Auf die Hebel werfen. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Okay. Proviant. Ins Getriebe. Tatsache, Wartungsarm. Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Ah, er wirft immer nur ein paar Nüsse rein. Das ist gut, das ist gut. Okay, kann ich hier auch was reinwerfen? Mit Essen spielt man nicht. Es sei denn, es ist wirklich richtig lustig. Ja, es sei denn, es ist wirklich richtig lustig. Okay, solange er aktiv ist, kann Rufus nichts machen. Wenn ich Proviant reinwerfe und den Arm dann mit Socken attackiere, was passiert dann? So, Socken. Okay. Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Okay. Kann ich dann hier hochklettern, wenn das Getriebe steht? Moment, das versuche ich... Hallo. Das versuche ich mal gerade. Klappe. Ihre Form erinnert mich an etwas. Hm. Aber woran? Die Luke? Mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lasse ihn mal lieber zu. Okay. Okay, und der Arm bleibt auch, bis ich ihn tatsächlich berühre. Vielleicht mit noch mehr Proviant den Arm verstopfen? Okay. Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Okay, jetzt vielleicht die telekinetischen Kräfte? Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Nicht, okay. Klappe. Keine Chance. Um in die Ritzen zu kommen, bräuchte ich Finger wie Wenzel. Okay. Dahinter schläft der Wartungsarm. Finger wie Wenzel. Habe ich schon versucht mit dem Sockenpaar auf die Klappe? Damit ein Stück offen bleibt und ich die dann aufmachen kann? So, Sockenpaar auf die Klappe. Yay! Gut, jetzt kann ich die Klappe aufmachen. Ich habe sozusagen einen Fuß in der Tür. Ja, du bist toll. So, Wartungsarm. Yay, jetzt habe ich einen Wartungsarm, einen Roboterarm. Diese Luke hier aufmachen. Das ist unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen.
Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Einen Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Organon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Kletis davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Okay. In die Luke. Yay, okay. Die stehen jetzt auf dem blauen von der Perspektive her, ne? Dann zieh ich mal am blauen Hebel. Haha, nehmt das. Nein, nicht. Was ist das? Ja, was? Oh. Das war dann wohl der falsche Hebel. Du verdammter Idiot. Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los, werft ihn über Bord. Dazu müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür bin ich eine Spur zu flink. Piu, piu, tschat, tschat, tschat. Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg. Ich war so nah dran, aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon bam. Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Okay, hat gut funktioniert. So, und Motorhaube. Okay. Ah, Habe wird gesucht. Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Oh Gott. Rufus. Stier. Freigegeben ab 6? Wie langweilig ist das denn? Vielleicht einfach mal ausprobieren. Toro! Geh! Toro, hab ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Ja, du sollst ja auch aufsitzen. Na, ist ja auch egal. Motorhaube. Schauen wir mal unter die Motorhaube. Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Oh, das ist ein guter Hinweis. Stimmt, ich muss speichern. Sehr schön. 16:43. Das erste Mal gespeichert nach über einer Stunde. Ich bin übrigens gut darin, was ich mache. War da gerade ein Kaffee? Moment. Weiter spielen das. Hier spawnt gleich ein Kaffee, kann das sein? Ja! Nice! So als Ladesymbol. Ist ja cool. Also Motorhaube können wir nicht aufmachen. Trucktür. Na toll, die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Tja. Gutes Schloss auf jeden Fall. So, was haben wir? Windschutzscheibe. Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Puh, das könnte alles heißen. Das könnte alles heißen, das ist richtig. Gut, hier oben haben wir nichts mehr. Na, dann gehen wir mal zum Dorfkern. Aha. Was ist denn hier los? Aha. Was ist denn so hier los? So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Okay. Na dann. Notrufsäule. Was? Wie viel? Ins Rathaus kann man reingehen? Okay, zum Wassertank, Rohr.
Rufus schläft gerade ein. Ich sehe mich nur ein bisschen um, Rufus. Sei ein bisschen geduldig zu Tonis Laden. Was ist das? Was? Also die Notrufsäule, okay. In Wenzels Haus. Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Rathaus. In die Gasse. Die Gasse ist das nächste. Ich gehe da mal rein. Was haben wir denn da? Papagei. Hallo. Hallo. Hallo, ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Ignorier ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Da hat er das eine oder andere aufgeschnappt. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Mein Mann ist zwar verstaubt, aber der Vogel hat ein sehr feines Gehör. Okay, gut. Das würde bei manchen anderen... Moment. Hat der Typ nicht gesagt, dass der Durchgang zum Dorfkern versperrt ist? Wie ist der dann hier hingekommen? Und wie ist Toni aus dem Laden wieder hingekommen? Sprengplan. Das ist eine Karte der Schrottstollen. Ich frag besser Hanek, wie das funktioniert. Okay. Sollte er nicht eigentlich die Rohrleitungen instand halten und Mülllawinen wegschaufeln? Fauler Sack. Tja, dann fragen wir ihn das doch mal. Da ist ein Chamäleon. Okay, mit dem kann ich so gut wie nichts machen. Ich kann das auch x-mal anklicken, passiert auch nichts. Gut, ich rede mal mit Hanek. Hallo, Hanek. Ach, hier, Rufus. Genau. Ja, warum arbeitet ihr eigentlich nicht? Jetzt aber Dalli-Dalli. Warum arbeitet ihr nicht? Du meinst, so wie du? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum! Hey, ich habe ordentlich zu tun. Ich bin schon den ganzen Tag am Rumrennen. Sachen erledigen und besorgen und so. Na, dann besorg uns doch mal neue Magneten für den Sprengplan. Dann können wir nämlich auch weiterarbeiten. Okay. Wie genau funktioniert das mit dem Sprengplan? Oh, das ist eine spannende Sache. Das bezweifle ich. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Und dann kommt der spannende Teil? Nein. Eigentlich war es das dann. Ah, wusste ich's doch. Okay, und was treibt ihr da unten eigentlich? Na, was wohl? Wir sind Müllsucher. Wir suchen nach nützlichem Schrott. Aber meistens ist Schrott eben nur Schrott. Also, nutzlos. Ich habe zum Beispiel eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Ah. Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Weiß nicht. Wie war noch gleich dein Name? Rufus. Rufus. Mal nachdenken. Rufus. Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Okay. Wenzel. Mal nachdenken. Wenzel? Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Toni. Mal nachdenken. Toni? Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Okay, das heißt, wir müssen von vorne, von der Schrottlaube, müssen wir quasi den Namen herausfinden, der da so gut lesbar ist, offenbar. Und dann kriegen wir den Schlüssel zum Auto. Das ist nice. So geschehen. Noch was? Der Papagei. Ist das da drüben dein Papagei? Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Okay, gut, dann bis bald. Bis bald. Tschö. Rufus. Genau. So, Lonzos Kneipe. Können wir uns hier sonst noch was ansehen? Sprengsignal. Hey, warum arbeitet ihr nicht? Irgend so ein Witzbold. Ja, das kennen wir ja schon. Gut, zur Notfallstation. Ich geh mal in Lonzos Kneipe. Einfach mal so. Da. Ah, Rufus. Ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Oh, das, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Fluchtapparat zu bauen kostet viel Zeit und,
Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super. Danke. Okay, ein Schild. Lörre, das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Steak. Okay. Können wir das mitnehmen? Yay. Was haben wir dann sonst noch hier? Ein roter Vorhang. Was soll das denn? Baut Lonzo eine neue Kaktuspresse? Oder einen schnelleren Shaker? Unmöglich, er hätte mich sicher um Hilfe gebeten. Okay, was haben wir hier sonst noch? Der rote Vorhang, den haben wir ja schon. Dartpfeil. Ja, klar, als könnte man mit dem Pfeil tatsächlich die Scheibe treffen. Das kann man durchaus, Rufus, das kann man durchaus. Man muss es halt können. So, versuchen wir es mal. Hallo? Oder auf Lonzo, natürlich, warum auch nicht? Ich hab ja was, das dich interessieren könnte. Na, da bin ich aber mal gespannt. Was ist es? Begleichst du deine Schulden bei mir? Das nicht, aber... Dann bin ich nicht interessiert. Okay, dann nicht, dann haben wir jetzt alles? Wir haben ja alles. Gut, tschüss. Gut, dann gehen wir mal zur Notfallstation, ne? Ja, gehen wir mal. Schauen wir mal. Bin gespannt, wie es da aussieht und wozu die gut ist. Die Notfallstation macht Mittag? Na toll. Und was, wenn es einen Notfall gibt? Mein nuklearbetriebener Satellit könnte auf Kuwak stürzen. Oder die Grizzlies sich aus meinen Laufrädern befreien. Denkt denn niemand mit? Ja. Denkt denn niemand mit? Ich glaube kaum, dass du einen nuklearbetriebenen Satelliten hast oder Grizzlybären in einem Laufrad. Das wäre schon sehr... Ja gut, wobei es ist Rufus. So, jetzt gehen wir aber mal ins Rathaus. Was haben wir denn da für einen Menschenauflauf? Gibt's da was gratis? Kommt man da was geschenkt? Aha. Der Reihe nach. Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Netter Versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner... kommt sogar ein Drache vor. Also, stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Okay, nun gut, dann Lobo, Gonzo und Miczek oder Miczek. Selten so dämliche Hüte gesehen. Okay. Der Bürgermeister will was entscheiden? Der Bürgermeister will was entscheiden? Wer sie, aufnimmt? Lothek meint... das Mädchen soll der Dorfgemeinschaft, eingegliedert werden. Und irgendwer wird sie gesund pflegen müssen. Ich hoffe, der Bürgermeister wählt mich. Sie könnte mir in den Schlammgruben helfen. Seit ich mir beim Rostschrubben die Fingerkuppen aufgeschlitzt habe, neige ich zu Nagelbettentzündungen. Du willst, dass sie für dich rostschrubbt? Das ist empörend. Wieso? Wozu brauchst du das Mädchen denn? Rufus? Rufus. Was? Okay, ich hab's verstanden. Das Mädchen gehört zu mir. Das hat immer noch der Bürgermeister zu entscheiden. Wie komme ich zum Bürgermeister? Ganz einfach. Zieh dir eine Nummer und stell dich hinten an. Okay. Könnt ihr mich vorlassen? Ich hab's ein bisschen eilig und... Ach so. Na dann! Willst du meinen Stuhl haben? Sollen wir dir was zu trinken holen, während du wartest? Wir könnten dir auch einen Kuchen backen. Echt? Ich mag Kaktuskuchen, aber keine Rosinen bitte. Und, ach so, Mist. Jetzt habe ich Hunger. Im Ernst, lasst mich vor. Hör mal, Rufus, das war eben kurzwitzig. Jetzt ist es halb nervtötend. Und halb traurig. Ich mag seine Stimme, die kommt mir auch ein bisschen bekannt vor, aber ich glaube nicht, dass es die Person ist, für die ich sie halte.
Und ich weiß auch, dass die Person, die ich meine, nicht diese Person gesprochen hat. Aber es hört sich ein bisschen so an. So. Wo ist das Mädchen jetzt? Sie liegt im Sitzungssaal. Dr. Gizmo ist bei ihr. Sie ist angeblich bewusstlos. Ich hoffe, ihr ist nichts Ernsthaftes zugestoßen. Ich auch. Mit gebrochenen Armen kann man keine Auspuffrohre stapeln. Okay. Nette Hüte. Habe ich da einen Trend verschlafen? Der Dachdecker hat auf Hutmacher umgesattelt, weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Verstehe. Und die Hosen kommen sicher von dem Typen, der vorher Abdeckplanen hergestellt hat, richtig? Hey, die hat mir meine Frau genäht. Oh,